Hallo und willkommen zur nächsten Folge von Sapristi. Wir befinden uns an einer signifikanten Grenzmarke, denn fast alle Tintin-Bände, die ab jetzt besprochen werden, sind vielfach populärer als die vorangegangenen. Das bemerkt man zumeist an Online-Umfragen und diversen Top-10-Listen. Diese sind dann zu 90% mit Heften vertreten, die nach dem geheimnisvollen Stern kamen. Vielleicht mit der Ausnahme von der Blaue Lotus und die Schwarze Insel, die ebenfalls oft in solchen Rankings auftauchen. Oft wird davon gesprochen, dass Hergés Schaffen an Tim und Struppi den typischen drei Phasen unterliegt, der frühen Periode, der mittleren Periode und der Spätzeit. Hierbei unterscheiden sich die Umstände, aber auch die Resultate dieser drei Abschnitte stark voneinander. Fachleute wie Michael Farr setzen das Geheimnis der Einhorn als den Beginn der mittleren Periode an. Und das ist nachvollziehbar. Ich persönlich finde, dass Hergés mittlere Periode bereits mit der Krabbe mit den goldenen Scheren und der Entstehung von Kapitän Haddock begonnen hatte. Doch das sind natürlich dialektische Spielereien. 1942 war das Jahr, in dem Hergé mit der rückwirkenden Kolorierung der vorangegangenen Alben begonnen hatte. Angefangen mit der Arumbaya-Fetisch, mit die Schwarze Insel und mit die Krabbe mit den goldenen Scheren. Hergé musste in dem vorangegangenen Jahr seinen Arbeitsstil deutlich verändern. Davor, in den Zeiten von Le Petit Vampire, arbeitete er in zweiseitigen Tranchen, die dann jede Woche in der Zeitungsbeilage abgedruckt wurden. Das prägte eine gewisse Dramaturgie, die gerade bei diesen älteren Bänden etwas Anekdotenhaftes hat und am Ende aus 25 bis 30 miteinander verschraubten Mini-Episoden besteht, die zusammen eine gesamte Handlung ergeben. Während seiner Zeit bei Le Soir musste sich Hergé plötzlich mit der Papierknappheit auseinandersetzen. Seine Arbeitsweise beinhaltete nun die tägliche Abgabe eines einzelnen Streifens, der 4 oder 5 Paneele besaß. Die Gesamtqualität seiner Geschichten war damit etwas bedroht, denn sie konnte auf diese Weise immer mehr zu einer Ansammlung sehr kurzer Gags werden. Doch das wollte Hergé nicht. So lernte er es, die Dramaturgie der Geschichte und ihren Umfang besser zu planen und viel mehr zu skizzieren. So konnte er der grundsätzlichen Erwartung eines kleinen Comicstrips gerecht werden, der mehr auf kleine Pointen oder Gags ausgelegt war, doch auch das übergeordnete Ziel im Auge behalten, die Gesamtproduktion für Gastamin. Doch diese Aufwertung setzte zwei Punkte voraus. Erstens, Hergé musste härter und länger arbeiten, bis hin zur vollständigen Erschöpfung. Insbesondere da unentwegt auch die Nachkolorierungen und vollständige Überarbeitungen älterer Geschichten ständig auf dem Plan standen. Diese Erschöpfung sollte noch ein zentrales Thema seines Lebens werden. Und zweitens, er musste es lernen, Aufgaben abzugeben und zu delegieren. Er war, und daran besteht nicht der geringste Zweifel, ein kreativer Control-Freak, der bis zur letzten Minute den Druckern in der Druckerei auf die Nerven ging und alle Erstdrucke mit einer Lupe in der Hand begutachtete. Doch in diesem Stil konnte er nicht mehr weitermachen. Am 5. März 1942 war Hergé im Radio Brüssel eingeladen. Die Station sendete zu diesem Zeitpunkt zweisprachig, Französisch und Deutsch. Pierre Assouline merkt suffisant an, dass der Sender nicht unter deutschem Einfluss stand, sondern unter deutscher Kontrolle. Die Zuhörer schalteten bei der Sendung ein, weil sie irgendwie einen Hauch von Tintin und einen positiven Ausblick auf das Leben erfahren wollten. Doch der etwas scheue und in der Öffentlichkeit unerfahrene Hergé machte beim Interview keine so gute Figur und schien mit seinen lakonischen Antworten den Radiomoderator André Collard etwas zu irritieren. Dennoch schien das Interview durchaus interessante Momente zu haben. Hergé sprach über seinen kreativen Prozess unentwegt in einem eher filmischen Vokabular, als wäre er mehr ein Regisseur denn ein Zeichner. Und das erklärt einiges, sieht man sich die Entwicklung seines Stils bei Tim und Struppi an. Seine Paneele hatten zu diesem Zeitpunkt bereits diese filmische Perspektive und versuchten unentwegt die Eigenschaften bewegter Bilder auf das Comic-Medium zu übertragen. Der Einfluss von Alfred Hitchcock war unbestritten. Bei Das Geheimnis der Einhorn kann man das gut am Panel auf der Seite 35 sehen, das plötzlich eine moderne Perspektive zeigt, für die ansonsten die Filme von Hitchcock so populär waren. Die Kamera nimmt hier einen exponierten Blickwinkel ein, der das Drama der Situation perfekt einfängt. Wir sehen Struppi aus dem Fenster bellen, während unten zwei Männer eine große Kiste in einen Lieferwagen aufladen.
Die Vermieterin, Frau Fink, und Kapitän Haddock stehen vor dem Eingang und wundern sich über Struppis Benehmen. Frau Fink und Kapitän Haddock haben an dieser Stelle weniger Informationen als Struppi und der Zuschauer oder Leser. Der Zuschauer oder Leser weiß aus der vorangegangenen Szene, dass in der Kiste der bewusstlose Tim liegt. Eine typische Hitchcock-Situation. Zur selben Zeit erschien Hergé auf dem Cover der populären Zeitschrift Voila, die über ihn eine Story machte. Er erfuhr in dieser Zeit also viel von der Anerkennung, die er in den 30ern vermisst hatte. Gastermann richtete in diesem Frühling die neuen Offset-Druckmaschinen in Tournai ein. Hier vielleicht noch eine kleine Klarstellung, denn mir ist aufgefallen, dass das in den vorangegangenen Episoden nicht ganz klar herauskam. Gastermann war eine belgische Firma, die jedoch in den 30er Jahren den Fuß sehr breit im französischen Comicmarkt besaß. Als sie damals Hergé unter Vertrag nahmen, bedeutete das für den jungen Zeichner vor allem einen bedeutsamen Schritt auf den französischen Markt. Das Unternehmen hatte sein Hauptquartier in der wallonischen Stadt Tournai. Ursprünglich war Gastermann eine echte Traditionsfirma, denn der Namensgeber des Unternehmens, Donat Joseph Gastermann, war bereits im 18. Jahrhundert Herausgeber und Buchhändler. Und er stammte aus Tournai. Es ist mein Eindruck, dass während der Okkupation durch die Deutschen die Rolle von Gastermann in Frankreich vorerst geschmälert wurde. Da es einerseits nicht mehr so leicht möglich war, unternehmerisch im Nachbarland Frankreich tätig zu sein, da beide Länder de facto Nazi-Diktaturen waren und für alles Unmengen an Genehmigungen benötigt wurden. Die Marktwirtschaft war stark eingeschränkt. Zum anderen war Gastermann von den Papierkürzungen betroffen und konnte vermutlich gerade mal die Nachfrage des französisch sprechenden belgischen Marktes sättigen. Hergé hatte in dieser Phase seines Lebens begonnen, sich nur noch Tim und Struppi zu widmen. Für nichts anderes blieb ihm die Zeit. So lehnte er Werbeaufträge ab, ein Sachverhalt, der sicherlich dadurch begünstigt war, dass sein Gehalt bei Le Soir durchaus sehr gut war. Insbesondere verglichen mit den eher miesen Löhnen, die er von Wang Tiem Siekle gewohnt war. Um sich besser auf die laufenden Tim und Struppi-Projekte konzentrieren zu können, suchte Hergé nach einem Weg, die peripheren und vor allem administrativen Tätigkeiten abzugeben. Tim und Struppi war bereits außerordentlich populär und so wurde Hergé unentwegt mit Industrieanfragen konfrontiert, seine Figuren endlich anständig zu vermarkten und zu lizenzieren. Da ging es um Hersteller von Malbüchern und von Spielzeug. Es gab Anfragen wegen einem Tintin-Puzzle, Brettspielen und vieles mehr. Hergé dachte zuerst, er könnte die Abwicklung all dieser Wiederverwertungen einfach Gastermann übertragen. In einem Brief schrieb er nach Tournai: Das glänzende Verständnis, das Sie mir entgegenbringen, führt mich zu der Frage, ob diese Angelegenheit für Sie von Interesse wäre. Doch der Verlag wollte nicht über das Buchhandlungsgeschäft hinaus expandieren. Die Teilnahme an Merchandising hätte in der Tat bedeutet, ganz neue Vertriebswege zu erschließen und in die Richtung von Bürobedarfsgeschäften, Souvenir-, Spielzeug- und Haushaltsläden zu gehen. Gastermann lehnte das ab. So wandte sich Hergé zum ersten Mal an einen Agenten namens Bernard Thierry, der ihn fortan für solche Geschäftsabschlüsse repräsentieren sollte. Thierry sollte die Ansprechpartner akquirieren und die Verträge aushandeln. Zuerst war Hergé mächtig schockiert, als ihm Thierry einen Agenturvertrag präsentierte, in dem er 40% von allen gemachten Gewinnen forderte. Doch Hergé machte mit, denn er verstand, dass er Bernard Thierry eine recht umfangreiche Baustelle überließ. Hergé graute es vor der Vorstellung, zweimal die Woche in irgendwelchen Meetings zu sitzen und über Geld zu verhandeln. Die Zusammenarbeit mit Thierry war keine allzu glückliche. Doch zugleich empfand Hergé, dass es besser war, mit seinem Agenten regelmäßig unzufrieden zu sein, als dass diese ganze Baustelle wieder in seinem Schoß landete und er auch noch eine Trennung von Thierry verhandeln müsste. Hergé war kein klassischer Geschäftsmann und er steckte halstief in zeichnerischer Arbeit. So überrascht es nicht, dass in diesem Jahr der Nukleus einer Idee entstand, die später von großer Tragweite werden sollte. Hergé brütete darüber, eine Art Studio zu gründen, wo ihm qualifizierte Mitarbeiter bei sämtlichen Phasen der Tim- und Struppi-Projekte assistieren würden. Einem Teil von ihm fiel es sicherlich schwer, den kreativen Prozess mit jemandem zu teilen. Tintin war sein großes Baby und so lag ihm viel daran, dass man diese Figur und die dazugehörigen Comics nur mit ihm assoziierte. Doch zugleich verstand er, dass eine Expansion unabwendbar war. Die Nachfrage nach den Gastermann-Heften stieg und damit die Aufgaben, die er täglich umsetzen musste.
Hergé hatte schon damals, als er Le Petit Vingtième leitete, allerlei kreative Assistenten. Und auch hier beim gestohlenen Le Soir saßen gelegentlich seine beiden Freunde Paul Jamin und Jacques van Melkebeke mit am Tisch. Sie waren ja ursprünglich als feste Mitarbeiter eingeplant gewesen, denn Le Soir wollte anfangs eine ganze Beilage rausbringen, ähnlich wie Le Petit Vingtième. Doch diese Art von Assistenz drehte sich mehr darum, eine Beilage redaktionell und visuell am Laufen zu halten. In all diesen Jahren musste Hergé nie zulassen, dass jemand unmittelbar Tim und Struppi anfasste und hier eigene Ideen und Vorstellungen einbrachte. Die Papierkürzungen hatten die Le Soir Jeunesse-Beilage nach wenigen Ausgaben annulliert, sodass Paul Jamin deutlich seltener direkt mit Hergé arbeitete, wenn er auch weiterhin häufig in der Redaktion anzutreffen war. Doch er begann eben auch für Zeitungen in Berlin tätig zu sein und seine Jobs auch auf Radiostationen auszuweiten. Jacques van Melkebeke war ein interessanter Charakter. Er und Hergé verstanden sich sehr gut und wurden in den 40ern dicke Freunde. Melkebeke war eine Art Tausendsasser. Er war ebenfalls Zeichner und Maler, wenn seine Talente in keinster Weise an die von Hergé heranreichten. So war er doch mehr ein Illustrator und Cartoonist, aber es wäre absolut falsch zu sagen, dass Melkebeke kein guter Grafiker war. Auf seine Art war er exzellent und ein hervorragender Maler, aber eben kein stilistischer Generalist. Doch er war zugleich Schriftsteller, Redakteur und Journalist und stets dafür bekannt, dass er viele Eisen im Feuer hatte. Doch Hergé brauchte jemanden, der alle Techniken des Fachs beherrschte und imstande war, so gut in die Arbeit an Tintin einzutauchen, dass die Resultate weiterhin wie aus einem Guss aussahen. Hergé hatte Melkebeke gerne um sich, da dieser ein humorvoller, exzentrischer Typ war. Daraus ergab sich eine gewisse Teilnahme an Tim und Struppi-Produktionen, doch hatte Melkebeke nie unmittelbar mitgezeichnet. Das war einfach nicht seine Liga. Er sah sich bezüglich Hergé mehr als ein Ideengeber und ein Redakteur, der eben half, Konzepte auszuarbeiten. Sein Einfluss mochte sporadisch sein, doch nicht selten von großer Tragweite. So soll er es gewesen sein, der Hergé den Ratschlag gab, auch mal eine Geschichte in Tibet anzusiedeln. Michael Farr hält eine Anekdote fest, die gut Melkebekes Persönlichkeit beschreibt. Das war nach dem Krieg in der Zeit des Tintin-Magazins. Hergé war dafür bekannt, dass er Captain Haddock die obskursten und aberwitzigsten Schimpfworte in den Mund legte. Vorzugsweise Begriffe, die gar keine Schimpfwörter waren. Begriffe wie Renegaten, Patagonier, sogar Anthropophagen und Troglodyte kamen mal vor. Hier half häufig der Griff zum Fremdwörterbuch, ohne dass man sich zu sehr damit beschäftigte, nachzulesen, was das Wort genau bedeutete. So kam in einer Haddock-Tirade das Wort Klysopumpe vor, was ein medizinisches Utensil ist und Bestandteil einer Klistierausrüstung. In einer anderen Version der Geschichte war es wohl das Wort Pneumothorax. Ich weiß leider nicht, was davon nun stimmt. Doch das ist auch nicht so wichtig. Melkebeke schrieb unter einem falschen Namen eine Beschwerde an Hergé, in der er sich für einen erbosten Vater ausgab, der entrüstet war, dass sein Sohn, dank Hergé, solche schrecklichen Begriffe lernen sollte. Hergé schrieb dem fiktiven Vater einen zweiseitigen Entschuldigungsbrief zurück, voller Floskeln und demütiger Versprechungen. Ein Brief, der ein paar Tage später wieder zurückgekommen war mit dem Stempel Empfänger unbekannt zurück an den Absender. Das Schreiben gibt es im Nachlassarchiv von Hergé. Das waren also durchaus kernige Streiche, die man sich da spielte. Ich bin mir nicht so sicher, ob heute Leute noch robust genug wären für solche Scherze. Hergé hatte also in 1942 begonnen, nach Illustratoren zu suchen. Sein erster Fund war Alice Devaux. Nun, das ist nicht ganz richtig, denn Alice und Hergé kannten sich schon eine Weile. Wer meine Reihe hier wirklich aufmerksam verfolgt, wird sich daran erinnern, dass Hergé, bevor er mit der Blaue Lotus anfing, für ein halbes Jahr eine kleine Werbeagentur betrieb mit dem Namen Atelier Hergé. Seine beiden Partner damals hießen Adrien Jacquemot und José Delannoy. Alice Devaux war José Delannoys Lebensgefährtin. Atelier Hergé lief zwar nicht lange, doch die Beteiligten gingen in Freundschaft auseinander und so blieben Hergé und Delannoy in Kontakt. Alice Devaux wurde Hergés erste offizielle Mitarbeiterin. Sie fing bei ihm am 15. März 1942, also 10 Tage nach Hergés Radiointerview, als Koloristin an. Hergé bezahlte ihr ein Gehalt von 1400 Francs im Monat, das bald schon auf 1500 Francs angehoben wurde. Alice Devaux spielte in der Welt von Tim und Struppi eine durchaus nachhaltige Rolle.
Es ist natürlich dem Zeitgeist zu verdanken, dass die Namen der männlichen Mitwirkenden dieser Zeit präsenter sind, mit Fotos und allerlei Anekdoten, während man um die weiblichen Gestalten ein wenig kämpfen muss, damit sie nicht gänzlich aus dem geschichtlichen Gedächtnis getilgt werden. Alice DeVoe war eine professionelle Grafikerin, doch sie war auch eine gute Geschäftsfrau. Am Anfang ihrer Zusammenarbeit hatte Hergé zwei primäre Baustellen. Da war die laufende Kolorierung von Der geheimnisvolle Stern. Doch die andere Aufgabe war nicht minder relevant. Hergé war dabei, Tintin in traditionelle Postkartenmotive einzuarbeiten. Daraus wurden später die bekannten Carte Neige, die sogenannten Schneekarten. Ich hatte einige davon in der Sapristi Facebook-Gruppe gepostet. Hergé hatte für das Ganze noch kein so klares Vertriebskonzept. Es war mehr eine Idee oder Eingebung. So brauchte er dringend jemanden, der das Projekt übernahm. Alice DeVoe hatte nicht nur die Fertigstellung der Winterpostkarten bewerkstelligt und sie alle koloriert, sondern fand auch entsprechende Vertriebswege und ein passendes Herstellerunternehmen. Sie blieb auch in den darauffolgenden Jahren parallel zu ihrer grafischen Tätigkeit Hergés Handelsvertreterin. Die Carte Neige gingen in einen Druck von 175.000 Exemplaren. Es war der erste große Einsatz des Tintin-Motivs außerhalb der unmittelbaren Publikationen. In Alice DeVoe hatte Hergé eine tüchtige Unterstützung gefunden und eine fähige Koloristin. Doch was er brauchte, war ein zeichnerisches Schwergewicht. Jemand von seinem eigenen Rang. Jemand, der ebenso eine Supernova der Comickunst war, ohne jedoch bereits längst ein eingespannter Star mit großem Verlagsvertrag zu sein. Und obwohl Hergé Dutzende Karikaturisten, Illustratoren und Cartoonzeichner kannte, fiel ihm da niemand ein, dem er zutraute, das Projekt Tintin mit ihm zu stemmen. Doch schon bald sollte eine solche Supernova verfügbar werden. Es war jemand, den Hergé bereits seit einem Jahr kannte, der aber bis dahin seine Jobangebote wegen mangelnder Zeit ausgeschlagen hatte. Es war jemand, der ihm eine Antwort schuldete. Ein Jahr zuvor hatte Hergé zum ersten Mal mit Jacques van Melkebeke an einem gemeinsamen Tim und Struppi-Projekt gearbeitet. Hierbei handelte es sich um zwei Theaterstücke für Kinder, zwei Detektivgeschichten. Das Skript dazu hatten Melkebeke und Hergé zusammengeschrieben. Es war sicherlich kein großer Erfolg in der Theaterpresse, doch den Kindern hatte es gefallen. Es war aber auch ein gutes Beispiel für Hergés Kontrollprobleme. So hatte er sogar im Vertrag mit dem Theaterdirektor eine eigene Klausel gehabt, die es verbot, ohne seine Zustimmung geringste Veränderungen an der Aufführung vorzunehmen. Ich meine, es waren Tim und Struppi Theaterstücke für achtjährige Kinder. Man kann sehen, dass Hergé massive Schwierigkeiten hatte, loszulassen, wenn es um Tim und Struppi ging. Nach einer der beiden Theateraufführungen stellte Jacques van Melkebeke Hergé einen alten Jugendfreund vor, den Zeichner und Grafiker Edgar Pierre Jacobs. Jacobs besaß ein Atelier in der Rue Royale, also direkt gegenüber dem Gebäude von Le Soir, und lud beide dorthin ein. Hergé war von den grafischen Arbeiten außerordentlich beeindruckt. Ohnehin war Jacobs eine imposante Gestalt. Er besaß eine starke, weit tragende Stimme und blickte auf eine kleine Karriere als Opernsänger zurück. Jacobs hatte, seit er 3 Jahre alt war, täglich gezeichnet. Er war ein Freigeist und ein Romantiker. Seine Eltern hatten ihn an eine Wirtschaftsschule geschickt, wo er sich geschworen hatte, keinen Tag seines Lebens in einem Büro zu arbeiten. Er lebte zumeist in der Welt der Theater und Opern, wo er sich als Bühnenbildner und Maler durchschlug. Er war auch für seinen Humor bekannt. Hergé beschrieb ihn als jemanden, der sich, trotz seiner Bedeutung, niemals wirklich ernst nahm. Er hatte fast etwas von einem Clown, der sich selbst gerne durch den Kakao zog. Er schien auch jenseits der schönen Künste nur für wenig zu gebrauchen zu sein, und Hergé beschrieb ihn als außerordentlich ungeschickt. Hier war also ein vollendeter, vollständiger Künstler. Hergé hatte mehrere Anläufe genommen, um Jacobs anzuheuern, insbesondere als er jemanden suchte, der für ihn den geheimnisvollen Stern kolorieren konnte. Dass Jacobs ihn abservierte, musste Hergé ein wenig erstaunt haben, denn er bot ihm an, sozusagen in der ersten Reihe mitzumischen an einem Projekt, das bereits Kultstatus besaß. Doch Jacobs war durchaus recht ambitioniert und wollte möglicherweise nicht im Schatten von jemandem existieren. Noch bevor Hergé Alice DeVoe im März einstellte, hatte er, nur Wochen zuvor, ein etwas konspiratives Treffen mit Edgar Pierre Jacobs. Er hatte ihn nach Boisfort eingeladen, zu sich nach Hause. Zu Jacobs Überraschung war Melkebeke nicht mit von der Partie. Hergé wollte für diese Unterredung keine Zeugen haben.
Hier schlug er Jacobs vor, ihn Vollzeit als seinen leitenden Projektmitarbeiter einzustellen, mit anständigem Gehalt und weitreichender Mitsprache an der Entwicklung und Umsetzung der Comics. Das war für Hergé ein immenser Schritt und es zeigt, wie wichtig es ihm war, Jacobs an Bord zu holen. Er wollte seine Antwort haben, bevor er darüber mit Castamon sprach. Nun, sagen wir es mal so, Jacobs hatte nicht Nein gesagt, er war grundsätzlich interessiert. Doch er zeichnete gerade an einem eigenen Comic für das Bravo-Magazin. Es war ein Flash Gordon-Science-Fiction-Abenteuer. Hergé war nicht gerade glücklich darüber, dass Jacobs ihn so hinhielt. Auf der anderen Seite konnte er vermutlich seine Ambitionen verstehen, war er doch nur 10 Jahre davor in derselben Position. Jacobs machte bei diesem Treffen den Gegenvorschlag, nur an 3 Tagen die Woche bei Hergé zu arbeiten. Ein Vorschlag, der Hergé nicht unbedingt gefiel, da er der Meinung war, dass das nicht ausreichen würde. Dem Verlauf der Dinge hat die Weltgeschichte nachgeholfen. In der Zwischenzeit war ja die USA in den Krieg eingetreten, was wiederum dazu führte, dass, wenn auch mit gewisser Verspätung, die Nazi-Zensoren in Brüssel Flash Gordon verboten haben. So wurde Edgar Pierre Jacobs ein fester Mitarbeiter des Hergé-Stabs. Er war in den ersten Jahren insbesondere für die zahlreichen Kolorierungen der vergangenen schwarz-weißen Ausgaben zuständig, schaffte es aber parallel eine durchaus beeindruckende Karriere als eigener Comiczeichner aufzubauen. Heute gilt er als einer der großen Namen der franco-belgischen Comics, natürlich am meisten bekannt durch Blake und Mortimer. So hatte Hergé sein erstes Team zusammen. Edgar Pierre Jacobs und Alice Deveau, mehr am Rande aber auch Jacques van Melkebeke. Es war natürlich van Melkebeke, der Hergé auf die nächste Tintin-Idee brachte. Er empfahl ihm zur Inspiration die kurzweilige Lektüre des Jules Verne-Romans Les Enfants du Capitaine Grant, auf Deutsch Die Kinder des Kapitän Grant aus dem Jahr 1867. In diesem Roman befindet sich der schottische Aristokrat Lord Glenarvan und seine Familie auf einer Schiffsreise im Atlantik in ihrer Yacht mit dem Namen Duncan. Als die Matrosen einen Hai fangen, finden sie in seinen Eingeweiden Flaschenpost. Darin befinden sich 3 Zettel, jeweils in 3 unterschiedlichen Sprachen geschrieben, auf Französisch, auf Deutsch und auf Englisch. Leider hatte das Meereswasser einen großen Teil der Sätze aufgeweicht und unlesbar gemacht. Doch Lord Glenarvan und seine Zeitgenossen erschaffen aus den übrig gebliebenen Wortfetzen ein 3-sprachiges Komposit, das zwar noch immer Informationslücken aufweist, doch ihnen teilweise den Aufenthaltsort eines gewissen Kapitän Grant verrät, der mit seiner Besatzung auf einer einsamen Insel gestrandet ist. Das spannende Abenteuerbuch führt uns um die ganze Welt auf der Suche nach den verschollenen Seeleuten. Ich hatte die Kinder des Kapitän Grant als kleiner Junge sehr gerne gelesen. Hergé war von der Idee der 3 Zettel sehr angetan, obwohl sie in der Weise, wie Jules Verne sie in seinem Roman einsetzte, etwas zu kompliziert für einen Tim und Struppi-Comic war. So vereinfachte er dieses Motiv, indem er 3 Zettel erfand, die man einfach nur übereinander legen und gegen das Licht halten musste, um das vollständige Geheimnis zu erfahren. Bereits am Anfang war klar, dass dies eine sehr große Geschichte werden sollte. Die Idee, eine Fortsetzung zu machen, die sich über 2 Bände erstreckt, stand da bereits fest. Dies war nicht hundertprozentig ein Novum, denn Hergé hatte etwas sehr Ähnliches genau 10 Jahre zuvor mit Die Zigarren des Pharaos und Der blaue Lotus gemacht. Doch war das damals kein richtiger Zweiteiler. Der blaue Lotus setzt lediglich dort an, wo das vorangegangene Heft aufhört, doch sind beide Bände 2 sehr unterschiedliche Geschichten. Nun sollte es einen waschechten Zweiteiler geben. Der erste Teil sollte der turbulenten Jagd nach den 3 Schriftstücken gewidmet sein und die Fortsetzung soll der eigentlichen, daraus resultierenden Schatzsuche gelten. Das Geheimnis der Einhorn präsentiert noch 3 weitere Premieren, die wir so bei Tim und Struppi noch nie hatten. Zum einen spielt sich die gesamte Geschichte nur in Tims Stadt ab. In Brüssel, wenn man es unbedingt so sehen möchte. Lediglich das Finale führt uns auf ein Schloss unweit hinter dem Stadtrand. Es ist also der erste Band, der keine exotische oder ferne Region zum Ziel hat. Hergé fand wohl, dass es nun an der Zeit war, Tims Heimstadt zum Schauplatz zu machen. Er fühlte sich erfahren genug, um allein aus der Handlung und ihren Verwicklungen die Spannung zu beziehen, ohne die Exotik für sich einzuspannen. Die 2. Besonderheit dieses Bandes besteht darin, dass Hergé hier zum ersten Mal eine Rückblende zeichnet.
Es ist die fast zehnseitige Rückschau auf die Abenteuer von Kapitän Haddocks Vorfahren, Sir Francis Haddock auf Englisch oder Franz Ritter von Haddock in der deutschen Version, der ein Seefahrer zur Zeit des Sonnenkönigs war und in einer entscheidenden Schlacht gegen den Piraten Red Rackham kämpfte. Und drittens, dies ist eben das erste Mal, dass sich Hergé in den kreativen Prozess von jemandem hereinreden ließ. Sieht man nun von der Einflussnahme von Abbé Vallès auf die ganz frühen Bände ab. Jacques van Melkebeke fungiert hier als Story-Assistent, der zusammen mit Hergé die Handlung entwickelt. Es ist immer wieder betont worden, dass van Melkebeke es verdient hätte, als Co-Autor von Das Geheimnis der Einhorn erwähnt zu werden. Doch dies war nicht etwas, wo Hergé mit sich reden ließ. Er war der Meinung, dass Tintin immer nur von Hergé stammen durfte, ungeachtet dessen, wie viele Leute hinter dem Pseudonym eigentlich an der Geschichte gearbeitet hatten. Und das sollte in den kommenden Jahren noch durchaus ein Streitthema werden. Bis heute wird dieser Punkt viel diskutiert. Die besten Tim und Struppi-Arbeiten sind das Ergebnis von massivem Teamwork. Und würde es nicht Tintinologen geben, die hier nach Details graben, die Rolle dieser Mitarbeiter würde weitgehend in Vergessenheit geraten. Ob dies nun Hergés Egoismus war, dass er keine weitere Nennung von Künstlern wollte, nun, das kann man schon so sehen, aber vermutlich greift es etwas zu kurz. Für Georges Remy war der Begriff Tintin und der Begriff Hergé eine Marke, die er sehr wachsam bewachte, denn beides stand im Mittelpunkt seines Lebenswerks. Ich denke, er war davon überzeugt, dass hier immer eine gewisse visuelle Klarheit herrschen musste. Tintin von Hergé. Und sonst gar nichts. Ich kann schon verstehen, dass das eine Linie ist, die man so prägen möchte. Und das muss nicht immer Egoismus oder Geiz sein, der das motiviert. Das kann auch ein künstlerisches Motiv sein. Oder eine Mischung von beiden. Vermutlich. Sogar in Amerika, wo damals gerade die Ära der Science-Fiction- und Abenteuer-Serials anbrach und die neuen DC- und Marvel-Comics mit all den Superhelden erschienen, war es lange Zeit unüblich, überhaupt die Verfasser im Heft zu nennen. Bei einer populären Zeitschrift wie Justice League of America wurde es erst mit der Ausgabe 44 im Jahr 1966 üblich, die Autoren und Zeichner namentlich zu nennen. Später wurde daraus ein richtiger Trend, möglichst viele Leute auf der ersten Seite zu präsentieren, eben wie bei einem Film. Da wurde jeder Penciler, jeder Inker, jeder Kolorist extra aufgeführt. Das war eben die USA. In diesen Verlagen kämpfte jeder um einen Platz an der Sonne, jeder wollte sich einen Namen machen. Die Idee, dass man jahrelang anonym für so eine Art Comic-Cäsaren arbeitet, wäre langfristig in den USA kaum tragbar gewesen. Man muss das aber eher so rumsehen. Für einen Laden wie Castamont war es schon erstaunlich, dass Hergé selbstständig darauf bestanden hatte, überall genannt zu werden. Als sie in der Erstausgabe von Die Zigarren des Pharaos seinen Namen auf der Titelseite weggelassen haben, tickte er aus. Für Castamont war das eine neue Erfahrung. Die dachten damals vermutlich, ist doch nur ein Comic, was regt er sich auf? Den Kindern ist es doch egal. Nun, viel mehr möchte ich an dieser Stelle dazu nicht sagen, denn das Thema der geteilten Credits wird in der Zukunft noch Erwähnung finden. Am 9. Juni 1942 erscheint in Le Soir eine ankündigende Zeichnung von Hergé, die Tim und Struppi zeigt. Tim trägt dabei ein Schiffsmodell in den Händen. Le Secret de la Licorne, auf Deutsch Das Geheimnis der Einhorn, begann dann drei Tage später am 11. Juni 1942 in Le Soir zu erscheinen und lief dort bis zum 14. Januar 1943. Im Oktober 1943 fand die farbige Veröffentlichung durch Castamont statt. Am 19. März des darauffolgenden Jahres 1944 begann, wenn auch mit ziemlicher Verspätung, die Lizenzierung durch das französische Cœur Vaillant. Diese Geschichte beginnt wie so oft sehr gemächlich und entspannt. Tintin schlendert über einen Flohmarkt. Hier muss man ein wenig über den Standort sprechen. Wir haben schon festgestellt, dass Hergé nicht darauf aus war, die Stadt, in der Tintin und Captain Haddock lebten, explizit als Brüssel auszuweisen. Und er zeichnete häufig Ansichten dieser Stadt, die eindeutig nicht in Brüssel existierten, wie zum Beispiel einen viel zu großen Frachthafen. Doch gleichzeitig orientierte sich Hergé gerne an den Dingen, die er selbst gut kannte. So ist der Flohmarkt hier eine Hommage an den Place du Jeu de Balle, einem berühmten Platz in Belgien, der bis heute für seinen regulären Flohmarkt bekannt ist. Dort stößt Tim auf die Schulzes, die hier verdeckt ermitteln, denn in diesen Tagen hält ein dreister Taschendieb die Stadt in Atem.
Und deshalb hatte man die Besten der Besten dran gesetzt, um den rätselhaften Langfinger auf frischer Tat zu erwischen. Ein Panel zeigt auch eine sehr schöne Hommage an Jacques van Melkebeke, den man hier in einem Cameo sehen kann, passenderweise während er ein Buch begutachtet. Vermutlich die Kinder des Kapitän Grant. Van Melkebeke hatte in genau dieser Zeit einen Artikel in Le Soir geschrieben mit dem Titel Die Zukunft des Zeichentrickfilms. Darin ist er voll des Lobes für Hergé. In modernem amerikanischen Englisch spricht man an dieser Stelle wohl von einer Bromance. Tim findet auf dem Flohmarkt ein Schiffsmodell, das ihm sehr gut gefällt. Er denkt sofort daran, es Kapitän Haddock zum Geschenk zu machen. Doch schon während er es kauft, wird er von zwei weiteren Interessenten belagert, die sich darin überbieten, ihm das Schiff wieder abzukaufen. Tim lehnt ab und eilt nach Hause, um von dort Kapitän Haddock anzurufen und ihm das Schiff zu übergeben. Von da an nehmen die Ereignisse gewohnt Fahrt an. Denn da gibt es unbekannte Kräfte, die hinter dem Schiffsmodell her sind. Ich möchte das gar nicht im Einzelnen nacherzählen, es ist besser, es selbst zu lesen. Ohnehin wäre das hier der perfekte Tim und Struppi-Band zum Einsteigen, wenn man noch nie vorher Tintin gelesen hatte. Wobei ich eher die Krabbe mit den goldenen Scheren empfehlen würde, aber das Geheimnis der Einhorn ist auch kein schlechter Einstieg. Parallel entwickelt sich auch der Subplot dieser Geschichte, der sich um die Schulzes und den rätselhaften Brieftaschendieb dreht. Wie so oft bei Hergé gibt es natürlich einen Punkt, an dem diese beiden Plotstrecken zusammenfallen. Die ersten 36 Seiten der Handlung spielen sich in der Stadt ab, während ab Seite 37 die Geschichte auf das Land verlagert wird. Hier begegnen wir zum ersten Mal dem Schloss Mühlenhof, das auf Französisch Moulinsart heißt und auf Englisch Marlinspike Hall. Als Tintinologe stellt man sich die Frage, wie weit Mühlenhof eigentlich von der Stadt entfernt sein soll. Einerseits haben wir hier in Das Geheimnis der Einhorn eine Szene mit Struppi, der die gesamte Strecke zu Fuß läuft, um den entführten Tim zu erreichen. In Die sieben Kristallkugeln wohnt Tim noch in der Labradorstraße, während Haddock bereits auf Schloss Mühlenhof lebt, wo Tim per Zug zu ihm hinausfährt. Auch in den kommenden Abenteuern mutet es so an, als ob das Schloss in einer halben oder dreiviertel Stunde per Auto oder Zug erreichbar ist. Während Das Geheimnis der Einhorn gezeichnet wurde, hatte Hergé noch keine Vorstellung darüber, wie Schloss Mühlenhof eigentlich aussehen sollte. Wir sehen in diesem Heft immer nur Detailausschnitte in Form von einer Fassade oder einiger Fenster. Die berühmte Gesamtansicht, die so ikonografisch geworden ist, wurde erst für den Folgeband konzipiert. Dafür sind die Ansichten der Innenarchitektur hier sehr detailliert und vielseitig. Tintin kämpft im Schloss mit den verbrecherischen Gebrüdern Vogelfaul und ihrem Butler Nestor. So sehen wir den Hauptsaal mit der breiten Treppe, aber vor allem die riesigen Kellerräume und auch ein wenig von dem großen Schlosspark. Mit dem Butler Nestor fügt Hergé der Tintin-Familie eine neue Gestalt hinzu. Obwohl der Kammerdiener Tintin das Leben schwer macht, erkennt Tintin, dass Nestor kein böser Kerl ist, sondern lediglich von den Gebrüdern Vogelfaul belogen und manipuliert wird. Vielleicht war dies eine kleine Andeutung auf Hergé selbst, ein kleines Statement, das zeigen sollte, dass nicht jeder, der in der Welt von Schuften existiert, automatisch selbst ein Schuft sein muss. Die große Auffälligkeit dieser Geschichte ist natürlich die Retrospektive in der Mitte der Handlung. Hier erleben wir eine Art Reenactment oder gar Cosplay, ausgeführt von dem etwas angetrunkenen Kapitän Haddock, der sich in die Biografie seines Vorfahren vertieft hatte und nun seine Erkenntnisse Tim mit viel Euphorie nachspielt. Hier kann man gut Hergés stilistische Reife sehen und auch die bereits angesprochene Filmsprache, die zunehmend seine Comics beherrscht. So geht Haddocks Ein-Mann-Theater fließend in visuell opulente Rückblicke über, die über mehrere Seiten die Ereignisse im 18. Jahrhundert wiedergeben. Für Hergé muss das eine großartige Befreiung gewesen sein, nun seitenweise einen Comic zu zeichnen, der sich im Barock abspielt und Piraten und Seeschlachten besitzt. Welch ersehnte Abwechslung. Hergé war ja recht untröstlich wegen seiner Darstellung der Aurora in Der geheimnisvolle Stern. Er hatte das Gefühl, bei der Aurora zu sehr geschlampt zu haben, ein Fehler, den er nicht wiederholen wollte. Die Einhorn ist natürlich ein tolles Schiff geworden. In dem Buch The Adventures of Tintin at Sea kann man gut nachvollziehen, wie tief Hergé in die maritime Materie eingestiegen war. Er studierte Originalschiffsbauentwürfe und fertigte zahlreiche Skizzen an. Er wollte der Einhorn eben eine optimale Glaubwürdigkeit und Seetauglichkeit verleihen.
Hinzu kam, dass justament im Juni desselben Jahres ein Buch mit dem Titel L'art et la mer, die Kunst und das Meer, von einem gewissen Alexandre Berquemin erschien, den Hergé schon bald persönlich kennenlernte und konsultierte. Auf der Seite 8 in der Wohnung des Kunsthändlers Sakharin hatte Hergé das Buch entsprechend verewigt, wobei das in der englischen und deutschen Übersetzung gleichermaßen etwas verloren gegangen ist, da man das Buch nicht kannte und somit den Titel falsch übersetzt hat. Die Darstellung der Seeschlacht stellte Hergé vor ein interessantes Problem. Timon Struppi war letztendlich in erster Linie Lektüre für Kinder und Jugendliche und zum ersten Mal sehen wir hier eine Seeschlacht, bei der links und rechts Seeleute und Piraten sterben. Der Tod war kein Motiv, das in die Tintin-Geschichten in allzu deutlicher Form hineingehörte. Hergé hatte das Problem schon im Arumbaya-Fetisch, als die beiden Schurken Ramon Bada und Alonso Perez ertrinken. Damals entschied sich Hergé für eine Metapher für das eher religiöse Motiv von Teufeln oder Dämonen, die die Seelen der beiden Gauner abholen. Das konnte man hier nicht wiederholen. Hergés Lösung ist etwas abwegig und wurde in der späteren Zeit gerne mal mundwinkelzuckend diskutiert. Jeder Pirat, der hier erschossen oder abgestochen wird, macht dabei ein gänzlich lächerliches Gesicht. Eine optimale Lösung ist es nicht, doch man versteht Hergés Dilemma. Dem aufmerksamen Leser wird hier endgültig auffallen, dass Hergé von nun an Struppi zum Schweigen respektive zum Bellen verurteilt. In den alten Timon Struppi Büchern ist Struppi noch sehr verbal und bekannt für einen gewissen trockenen Sarkasmus. Allerdings ist dies immer nur ein interner Monolog, der lediglich von den Lesern verstanden wird, nicht von Tim selbst. Wobei es interessant ist, wie sehr das von Hergé konstruiert wurde, denn in den meisten Situationen, die Struppi beim Sprechen zeigen, entstand immer kurz der Eindruck, als wären die beiden eines Gesprächs fähig. Doch bei genauerem Hinsehen reden sie nur aneinander vorbei, denn für Tim ist Struppis Sprache vermutlich nur Bellen. Allerdings scheint Struppi ganz gut Tim zu verstehen, da er verbal auf ihn reagiert, aber nie umgekehrt. Doch nach der Erschaffung von Kapitän Haddock wurden Struppis Stellungnahmen massiv gekürzt und fast vollständig abgeschafft. Der Grund dafür liegt nahe, denn Haddock und Tim haben unzählige Dialoge und so bestand dramaturgisch wenig Bedarf nach Struppis Monologen. Dies wurde aber nicht kategorisch umgesetzt. Es sollte auch in der Zukunft durchaus noch Struppi Stellungnahmen geben, doch zumeist nur in Situationen, wo er über mehrere Seiten mit Tim allein ist, eben ohne Kapitän Haddock. Das Geheimnis der Einhorn ist großartig gezeichnet, verzichtet aber außerhalb der historischen Rückblende auf große Vistas und epische Totalaufnahmen. Die Handlung spielt sich eben viel in Treppenhäusern und in eher bescheidenen Wohnungen ab. Da ist also etwas stark Mittelständisches und Bürgerliches in der Atmosphäre der Geschichte. Das wird zum Beispiel bei dem Gag mit dem Regen und der Telefonzelle spürbar. Zeichnungen von Tim selbst erreichen hier ihre endgültige Vollendung. So und nicht anders wird Tim von jetzt an aussehen. Übrigens gibt es auf der Seite 33 endlich eine Darstellung von Tims Schlafzimmer. Struppi bringt ihm in dieser Szene den Telefonhörer ans Bett. Erwartungsgemäß ist das Schlafzimmer sehr frugal eingerichtet, sagen wir es mal so, mit einem kleinen Teppich vor dem Metallrahmenbett. Leider kann man die beiden Bücher auf Tims Nachttisch nicht entziffern. Doch vielleicht ist es besser so. Wie ich Hergé kenne, wäre eins davon vermutlich die Bibel. Die Handlung selbst ist etwas kürzer als die meisten vorangegangenen Geschichten. Und das hat wohl vorrangig damit zu tun, dass dies die erste Hälfte eines Zweiteilers ist. Hergé erlangt damit die Freiheit, auch mal mit großen Paneelen zu arbeiten. Es gibt hier selten mehr als 12 Paneele pro Seite, meistens eher weniger. Das Geheimnis der Einhorn wurde noch vollständig von Hergé gezeichnet und vermutlich auch koloriert. Alice Devaux kolorierte parallel den vorherigen Band, der geheimnisvolle Stern. Ob sie nun auch hier an einigen Stellen mitgearbeitet hatte, das kann ich leider nicht sagen. So detailliert sind dann die meisten Sekundärbücher doch nicht. Aber es könnte sein.
Gerade bei der historischen Rückblende auf Rita Haddock ist die Kolorierung außerordentlich aufwendig. Das Geheimnis der Einhorn besitzt einige legendäre Paneele, die man heute an allen Ecken und Enden des Internets immer wieder antreffen kann. Allem voran das Bild von der letzten Seite, als Tim, Struppi und Haddock vor Freude tanzen. Oder die Zeichnung von Haddock mit einem Säbel, die ein gutes Beispiel für die neuen visuellen Richtungen ist, die Hergé hier beschrieb. An diesem Punkt war es bereits sein Markenzeichen, zu versuchen, den Ablauf von Bewegung und Zeit in Zeichnungen einzufrieren. Das visuelle Highlight des ganzen Bandes ist natürlich die Darstellung der Einhorn, die hier im Mittelpunkt der Geschichte steht. Kitsch war noch nie so schön. Damit kommen wir zu den drei Paneelen, die ich an dieser Stelle hervorheben möchte. Erstmal ein stimmungsvolles Bild. Auf Seite 3 hockt Tim auf dem Flohmarkt vor dem Modell der Einhorn und begutachtet sie zum ersten Mal. Mein zweites Lieblingsbild hier befindet sich auf der Seite 33. Tintin erhält einen wichtigen Anruf von den Schulzes und rennt sogleich aus der Tür seiner Wohnung in der Labradorstraße. Ich finde diese Zeichnung faszinierend, denn sie zeigt erneut, wie Hergé Bewegung in Raum und Zeit in Zeichnungen einfängt. Natürlich ist diese Darstellung unkonventionell. Es mutet fast an, als wäre dies unser Blick. Wir haben vor der Wohnungstür von Tim gestanden, doch als er hinausrannte, haben wir es versäumt, rechtzeitig hinzusehen und erwischten somit nur etwas von seinem Rücken und seiner Schulter. Das hier ist ein vergleichsweise einfaches Bild, das aber extrem smart und wirksam ist. Auch das dritte Bild wird vielleicht ein wenig überraschen. Auf der Seite 34 sieht man die Schulzes beim Ermitteln. Sie passieren einen Textilfärbereiladen. Nicht nur sieht man hier, wie Hergé zunehmend mit spannenden Kompositionen experimentiert, ich finde auch das Schaufenster fantastisch. Dies ist die große Ära des Funktionalismus, eine architektonische und designtechnische Richtung, von der eine moderne Stadt wie Brüssel stark ergriffen war. Und wie Hergé hier die Krümmung der Glasscheibe zu dieser abgerundeten Ecke einfängt, ist einfach großartig. Für mich wäre dieses Heft eindeutig in meinen persönlichen Top 10, wenn auch vermutlich nicht in meinen Top 5. Es gibt nicht viel, das man an dieser Geschichte kritisieren könnte. Einige Unvollkommenheiten werden bei genauerem Hinsehen sichtbar. So wird Tim im letzten Drittel der Geschichte von den Handlangern der Gebrüder Vogelfaul mittels Chloroform in dem roten Lieferwagen entführt. Tim wacht im Keller von Schloss Mühlenhof auf, kämpft bald mit den beiden Brüdern und dem Butler Nestor um seine Freiheit. Doch die raubbeinigen Henchmen der Gebrüder Vogelfaul sind da von der Bildfläche verschwunden, was ja nicht so ganz erklärbar erscheint. Ebenso kann sich Hergé nicht ganz entscheiden, ob der in der Mommsenstraße 21 lebende Kunstsammler Ivan Ivanovich Sakharin nun ein ehrlicher Kerl ist oder nicht. Tim verdächtigt ihn im Finale noch einmal, obwohl sich schon bald herausstellt, dass Sakharin mit dem Diebstahl der Zettel nichts zu tun hatte. Doch eine emotionale Rehabilitation des eher verunglimpften Kunsthändlers erfährt man hier nicht mehr. Und im Finale, als Auflösung aller Rätsel, packt einer der Brüder Vogelfaul aus, was zu einer langen Exposition führt. Sprich, sehr viele Worte in Sprechblasen. Ich weiß nicht, ob das von einem künstlerischen oder dramaturgischen Standpunkt ein Diskussionspunkt in der Comicswelt ist. Im Film sagt man ja oft Show, don't tell, und umfangreiche Texte gelten somit als eine kreative Fehlleistung. Es gibt viele Filmemacher, die zum Beispiel der Meinung sind, dass eine Erzählerstimme in einem Film nur ein Ausdruck dessen ist, dass die Macher darin versagt haben, ihre Geschichte in filmischer Bildersprache zu erzählen. Aber ich weiß nicht, ob solche Gespräche auch in der Comicwelt relevant sind. Dafür kenne ich das Medium nicht gut genug. Auf den letzten 5 Seiten von Das Geheimnis der Einhorn werden die Sprechblasen teilweise sehr groß, da nun so viele Auflösungen und Erklärungen für den Plot anstehen. Für mich ist das kein großes Problem, aber ich frage mich, ob das von einem kunsttheoretischen Standpunkt etwas ist, das man kritisch sehen kann, wenn sozusagen die Sprechblasen zu viel Text beinhalten. Doch das letztendlich nur am Rande. Ich gebe diesem Band seine verdienten 4,5 Sterne. Heute eine klassische Tim und Struppi-Geschichte mit gewissem Kultfaktor.
Zeichnerisch ist das Geheimnis der Einhorn extrem ansprechend und die Handlung fließt voran, ohne sich in zu große Widersprüche zu verwickeln. Und damit sind wir wieder einmal am Ende dieser Episode. An dieser Stelle ein sogenanntes Shoutout an Random Widowloader Robin, der mir eine deutlich verbesserte Vorlage für die Animation im Vorspann erstellt hat. Dafür ein Dankeschön. Die Quelle hierbei sind ja die berühmten Bilder auf der Vorsatzseite eines jeden Tim und Struppi-Bandes, traditionell in Blau, wobei diese in Deutschland viele Jahre in Grau gedruckt wurden. In der nächsten Episode wird es natürlich mit der Geschichte rund um Ritter Haddock und die Einhorn nahtlos weitergehen. In dem gerühmten Band der Schatz Rackhams des Roten. Dort machen wir auch Bekanntschaft mit der letzten großen Erweiterung der Tim und Struppi-Familie. Also bis bald.